alle drin sind. Also los geht's, Schiedsrichter sind wir euch noch schuldig. Das ist Jörn Schäfer und seine Assistenten sind Björn Sauer und Armin Hurek. Allen ein gutes Spiel. Und auf geht's. Das ist der neue Mann, Kevin Holzweiler. Sucht den Weg in den 16er, macht zwei Leute nass. Flanke ist nicht schlecht. Das ist nach dem Handspiel aus Nachschussmöglichkeit. Und dann ist Kevin Birk da, Neuzugang von Aschaffenburg, im Tor der Bonner. Nicht gut geklärt. Boah, auf deiner Seite ist Young völlig frei. Aber nochmal zurück. Und der Schuss knapp drüber. Starker Pass in die Mitte. Und da war Ball auf die linke Seite. Flanke kommt rein. Und oh! Riesenchance! Und was für eine Parade! Ja, von Daniel Davari. Aber ist noch mal gut gegangen. Essen baut wieder neu auf. Das wieder Daniel Heber. Boah, stark durchgelassen. Engelmann frei vor Birk. Geht vorbei, Engelmann vom leeren Tor. Und das wird eins. Essen geht in Führung. Und das war ein super Geniestreich von Kevin Holzweiler, den Ball da einfach durchzulassen. Engelmann wusste, was Sache ist, die Bonner Verteidigung nicht. Und jetzt sind die Essener Fans auch wieder da. Und Young hat ein bisschen Platz. Ist da ein Ausgang und ist sehr schnell unterwegs. Umläuft auf der linken Seite. Eretz bringt den Ball in den Rückraum. Stark gehalten von Birk. Und Kittinger wichtig. Aber Afam Ifuna, dafür, dass er anderthalb Jahre keinen Verein hatte, macht das bislang ganz ordentlich, wie ich finde. So, das ist Jonas Berg, Möglichkeit für Bonn, kommt zum Abschluss. Eine Minute rum im zweiten Durchgang, wir haben den ersten Abschluss für die Bonn. Aber flach gespielt. Flanke kommt trotzdem, gut geklärt, nicht ganz. Und da ist das 2:0, aber abseits. Treffer zählt nicht, Glück für Bonn. Lässt da kaum bis gar nichts zu. Guter Ball in die Schnittstelle. Young, ich sage ja Young, frei vom Tor, Möglichkeit fürs 2:0, liegt nochmal quer, da kommt der Kopfball. Und dann ist Birk da. Da vorne noch ein Handspiel, die Essener. Hätte Young auch selber machen können. Konterchance für die Bonner, über links, mit Enzo Wirtz. Jonas Berg eilt zur Hilfe. Wirtz macht es erstmal selber, sucht dann den Ball in die Spitze. Güler kommt da dran. Oh, galt. In der Bundesliga hätte man jetzt gesagt, Kontakt war da. Auf der anderen Seite Young, zieht in den Strafraum, kommt durch und macht das 2:0. Ist das bitter. Ist das stark gemacht von Young. 63. Spielminute, Essen erhöht auf 0:2. Du hast es gesagt, super Aktion von Isaiah Young. Aber dass das natürlich nach der Aktion jetzt fällt, sehr unglücklich. Semi Bühler auch sofort wieder beim Linienrichter. Langer Ball von Davari. Harenbrock, kein Foulspiel. Sieht Janic. Janic 0:3. Aber ganz lässig reingechippt. Und das ist die Entscheidung. 17 Minuten vor Schluss. Essen wird am ersten Spieltag souverän 3 Punkte mitnehmen. Das lässt sich jetzt schon mal festhalten. Toll durchgesteckt von Harenbrock und Slatko Janic dann ganz abgeklärt zum 0:3. Der das gut macht. Platz im Zentrum jetzt für Young. Das ist kein Abseits, das ist die Chance aufs 0:4. Und Kevin Birk mit dem Gesicht pariert er da gegen Luca Dürholz. Chance noch nicht vorbei. Nochmal Young. Und nochmal Birk. Stark gehalten. Riesentat, beide Male. Ecke Krasnitschi, Birk ist da mit einer Hand vorbei. Young, aber der ist dann doch deutlich vorbei. Und das war's. Ende im Sportpark Nord. Rot-Weiß Essen gewinnt mit 3:0 beim Bonner FC. Sammelt die ersten 3 Punkte auf dem Weg zum Aufstieg in die dritte Liga. Für Bonn geht's nächsten Samstag weiter gegen Uerdingen. Und wir hören uns dann in der Woche drauf am Mittwoch. Dann geht's hier gegen SV Strahlen weiter. Bis dahin, macht's gut, genießt euer Wochenende. Danke, ciao. Hey Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Hier geht's übrigens zu weiteren Fußball-Highlights. Hier könnt ihr euch Formate von uns anschauen und hier könnt ihr ein Abo dalassen.